Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fußballmanager 2012. Mein Name ist Glabur, jawohl. Schon lange nicht mehr gegeben, ja Leute, das lag am Wochenende, weil ich ja nicht da war und das irgendwie alles nicht so geschafft habe. Und heute versuche ich mal wieder das aufzunehmen und dann auch erfolgreich weiterzumachen. Wir haben ja letztes Mal hier fette Transfers gemacht. Es laufen immer noch mehr als 10 Verträge. Darum sollten wir uns vielleicht mal kümmern. Der hier läuft noch bis 30.06.2012. Vertrag verlängern. Okay, der lehnt meinen ab. Und verkäuflich. Ja, die anderen machen wir ein bisschen später mal. So ist ja jetzt nicht der Stress hier, denke ich mal. Jugendmannschaft haben wir auch noch nicht. Transferkarriere, alles okay. Jugendmannschaft hat noch keinen Trainer. Sie sollten mehr mit den Spielern reden. Gib im Training alles. Spieler das sagen. Ich tue, was ich kann. Er erwartet. Allerdings weiß er nicht, ob momentan noch viel mehr Luft nach oben ist. Okay. Nehmen wir den hier noch. Ich gönne dir eine Pause. Du bist müde. Vertrauen. Leistung habe mir nicht... Keine Ahnung, was ich da alles so anklicken muss. Ich muss mich unbedingt mal ein bisschen schlauer machen bei dem Spiel. Wir werden jetzt einfach erstmal weiterdrücken hier. Wir haben uns mit einem unterhalten. Der soll zufrieden sein. Und damit sollte es gut sein. So. Ah ja, Transfer der Woche. Ablöse. Ausrufezeichen. Ja, ich glaube, die haben wir jetzt alle gekriegt oder haben wir sie noch nicht gekriegt. Das werden wir gleich sehen. Unsere Mannschaft wird ja bitte warten. Autosave, ja, sehr schön. Wir haben ja übelst viel erkundet, dass der Ersatzchance. Rico erkundigt sich nach einer aktuellen Einsatzchance in der Liga für den Rest der Saison. Was kann ich erwarten, fragt er. Mehrere Spiele, Kurzeinsätze, aktuelle keine Chance. Zentrales Mittelfeld, Kurzeinsätze. Ist erfreut, er gewinnt 3 Moralpunkte. Ja, das ist ja wohl schon mal sehr schön. Sommertransferperiode beendet. Über eine Vorstellung der Nachverfolgende ist über den Vertrag stark irritiert und verliert total eingeschüchtert 10 Moralpunkte. Ah, verliert auch 10 Moralpunkte. Keine Ahnung, was die für Probleme haben. Wir haben hier ja nur ein paar Spieler besorgt und sonst ja eigentlich nichts. Team, erste Mannschaft. Ja, 159. Es hat sich auf jeden Fall nicht so viel verbessert. Der ist immer noch sehr krank, sehr schwach. Manche auf der Brust haben wir schon ein Spiel. Ne, es ist der 24. Mal gucken, wie es aussieht. Ob die Spieler sich gleich erholen werden. Noch ein bisschen oder halt nicht, dass die anderen auch mal aufs Spielfeld gehen. Auf jeden Fall müssen wir gegen VfB Stuttgart, die haben 640, wir haben 659, Saison bisher 1 Stern. Form 3 haben wir, die haben Form 5. Heilige Maria und Kanonenrohr, die werden uns ganz schön in den Arsch treten, glaube ich. Stadionkapazität 15.050, erwartete Zuschauer 3.272, voraussichtliches Wetter Regen. Na, grüne Kacke hier. SV Sandhausen 1960 gegen Wiener Wiesbaden, okay. Naja, gut, das interessiert uns nicht ganz so doll. 159 Assistent. Pavel Davids. Ist der immer noch nicht spielen darf? Und viel stärker jetzt geworden durch die ganzen Einkäufe sind wir jetzt auch nicht. Innenverteidiger mit 70. Warum darf der nicht spielen? Frische. Ich will aber, dass der spielt. Und zwar für den. Ja. Ein Pfiff. Videotext, jawohl, das andere dann schmiert er ja ab. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Wir werden nicht verlieren, jawohl.
Wir sind wieder ganz oben. 1-0 für Preußen, 2-0 für Preußen Münster. Jawohl, Leute, wir räumen auf. Schalalalala, wir räumen auf. Neunter Platz jetzt, wenn wir den Sieg so nach Hause tragen. Jawohl, was ist passiert? 45 Minuten rum. Jo, 45 Spielminuten sind rum. Co-Trainer. Innenverteidiger. Naja, wir lassen das mal laufen. Der Co-Trainer soll das selbst entscheiden. 3-0 für Preußen Münster, jawohl. Ich glaube, unser Einkäufer hat ganz schön was gebracht. 3-0. Das ist schon gar nicht so schlecht, Leute. Ich glaube, wir werden ganz schön nach oben marschieren. Platz 8. Spiel beendet. Was geht, Leute? Wir waren schon mal kurz vorm Absteiger. Jetzt sind wir Achter. Ja. Wir werden hier noch aufsteigen. Wir werden nicht verlieren. Zu 100% aufgegangen. Jawohl. Wir haben hier unsere Bewertungen. Wie sind die ausgegangen? Der ist auf der Bank geblieben. Die haben beide gespielt. Ne, der hat gar keiner gespielt. Es wurde nichts ausgewechselt. Einer hat eine gelbe Karte gekriegt. 3-0 gewonnen. Besser geht's gar nicht, würde ich sagen. So, Werder Bremen führt in der ersten Liga. Borussia Mönchengladbach, zweiter, Schalke, dritter. TSG Hoffenheim ist vierter. Wer steigt ab bis jetzt? Mainz, Stuttgart und Augsburg sind die letzten. So, weiter geht's. Was macht der Vorstand? Der müsste jetzt ja gut zufrieden sein. Man ist zufrieden, dass der Trend in der letzten Zeit klar nach oben geht. Ja, Smiley, Smiley, es gibt in diesem Bereich nicht viel zu kritisieren. Sie besitzt das Vertrauen des Präsidenten. Ja, das finde ich ja schon gar nicht schlecht. Wir hatten vorher 10, jetzt 14. Ich glaube, damit kann man dann auch ein bisschen mehr erreichen. Grenze, bis ihre Bildschirm erscheint. 20, okay. Präsident Lukas, Vorstand, okay, alles normal. Machen wir weiter. Jugendtrainer nimmt den Trainingsseitenerklärung. David, nein, danke. Lassen wir erstmal, würde ich sagen. Wir haben ja gut eingekauft. Mannschaft der Woche teilt ihm mit, dass der letzte Spiel der Ehre hatte, die Elf des Tages vertreten zu sein. Die folgenden Spieler wurden ausgewählt: Bernsieht und Segment. Ja, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Status der Verletzten: immer noch die beiden, 3 Wochen und 8 Wochen. Können wir auch bis jetzt gut mit leben. Dann gehen wir mal aufs Häuschen, ob es irgendwas Dringendes gibt. Erste Mannschaft, alles okay. Sie sollten mit den Spielern reden. Ja, dann gehen wir halt hier nochmal eine Runde reden, so würde ich mal sagen. Rico, was ist mit dem? Wieso ist das rot? Verstehe ich nicht. Raff ich nicht, warum das jetzt rot ist. Hier sind noch mehr rot. Verstehe ich noch nicht so ganz. Das muss ich mir auch erstmal durchlesen, was das bedeutet. Wir müssen hier auf jeden Fall. Du hast eine Stammgarantie. Genau, Stammplatzgarantie. Du bist ein wichtigster Spieler. Du bist Stammspieler. Du bist Stammspieler. Du wirst in der Regel spielen. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Du hast gut trainiert. Gib im Training alles. Ich gönne dir eine Pause. Du bist müde. Du bekommst eine Denkpause. Super, letztes Spiel. Super, im letzten Spiel. Genau. Robums. Wert das ab. Die Mannschaft hat gut gespielt. Da ist leicht, das ein oder andere Mal zu glänzen. Er gewinnt 2 Moralpunkte. Naja. War wohl anscheinend doch nicht so schlecht, sich mit dem zu unterhalten auf der Art. Ja, mal schauen. Ne, der hat zum Beispiel hier Stammplatzgarantie und du musst körperlich, du musst mehr Verantwortung übernehmen. Nächstes Spiel brauche ich dich in der Topform. Jawohl. Oh, Scheiße. Ah! Das war nicht so geplant. Da drücke ich doch einfach da drauf, ich alter Schussel. Naja, jetzt ist egal. Oh, Kicker, was haben wir in den letzten 24 Stunden Transferperiode? Start. Schnell. Okay, so geht langsam. Machen wir schnell. Ja, wir machen ja hier gar nichts mehr. Zwei fordert. Kann man hier mitbieten jetzt?
Oh. Aber wir haben schon so viele linkes Mittelfeld. Nee, machen wir ablehnen. Haben wir ja rechte Verteidigung. Zwei Sterne, nö. Was kommt hier noch? Komm. Linkes Mittelfeld. Linkes Verteidigung hatte ich gedacht. Naja, egal. Da haben wir da nicht mitgeboten. Eienrom, FC Bayern, Form, Alter 32,5 Millionen. Mario Götze, 30,75 Millionen. Ah, das sind doch alles Babyverträge. Hammer, ey. Frank Ribéry, 32,1. Ach, sie haben die Wahl zum Fußballer des Monats August ist von Hannover 96. Raúl nicht geworden und Frank Ribéry auch nicht. Na gut, okay. Weiter geht's. Transfermarkt ist ab jetzt geschlossen. Dritte Liga, Bernhard Björn Lindemann und Timo Berg. Okay, Torwart, Top-Transfers. Ja, sind wir wohl nicht mit bei? Macht auch nichts, weiter geht's. Luis Grum. Manchester City. Ah, hier. Manchester City 91,78 Millionen. Ausgaben, Leute. Manchester City hat 91,78 Millionen für neue Spieler in der Sommerpause ausgegeben. Müsst ihr euch mal reinziehen, Leute. Das ist doch der absolute kranke Scheiß, ist das doch. Echt. FC Liverpool, Chelsea. Mein Gott, ey. Wenn man das sieht, Leute, wird einem echt ganz anders. Werder Bremen führt immer noch, dann Borussia Mönchengladbach, Schalke, TSG Hoffenheim und Mainz, Stuttgart und Augsburg sind immer noch in der ersten Liga in den Absteigerrängen. Oh Mann, oh Mann. Hinweis vom Assistenten: Ihr Co-Trainer Martin denkt, dass die Simon Tyg bei den Fähigkeiten aus dem ganzen Guten der positiven rechte Verteidigung machen würde. Okay. Jugendspieler David Niemeyer, 16 Jahre alt, im Trainingsziel linke Mittelfeldspieler erreicht. Okay, Transfermarkt ist jetzt geschlossen. Negative Reservebudget. Durch mangelnde Einnahmen ist ihr Reservebudget ins Minus geraten. Dies würde durch Abzüge bei anderen ausgeglichen. Okay, David Niemeyer von. Wie der Co-Trainer ehemalig ihn mitteilte, an der herangetreten und hat versucht, von ihnen einen Wechsel zu überzeugen. Glücklicherweise wurde das Angebot jedoch von David Niemeyer abgelehnt. Ja, das so gehört sich das hier. Wir sind nur eins. So, dann möchte ich mal meine erste Mannschaft gehen und hier mal 160 haben wir nämlich jetzt schon und mal hier Assistent und der bleibt dabei 160 und da möchte ich mir den hier eigentlich mal angucken. Robert Pinto, wie kann ich den noch mal genauer angucken? Spielerinfo, sowas. Rechtes Mittelfeld hat er 59. Rechtes Mittelfeld. Stärke 62, denn der Spiel hat sich irgendwie nicht gelohnt. Oder er wird noch richtig stark. Mal abwarten, was man da draus noch ziehen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal abwarten. Noch 142 Erfahrung bis zum nächsten Erfahrungsstufe, okay. Form, Status ist okay, frische 100, Fitness. Ja, ich weiß nicht, wie man, ob das so, ob der sich dann vielleicht noch pusht. Das war ja eine Empfehlung von jemandem, der ja zugeschaut hat. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter und hoffen aufs nächste Spiel noch, dass wir hier nochmal noch einen Sieg hinbekommen. Das wäre ja übelst. Trainings. Intensivität normal, Fanbeliebtheit 100%, Medien 10 von 20, Sponsoren 13 von 20, Presse, okay, Simon Thün erkundigt sich nach einer Einsatzchance.
kündigt sich nach einer aktuellen Einsatzchance der Liga für Rest der Saison. Wann kann ich erwarten? Fragt er. Kurzeinsätze. Defensives Mittelfeld, 56er Simon Tüting. Kurzeinsätze. Okay, erfreut. Ja, den sollten wir uns jetzt mal drum kümmern. Dann gehen wir jetzt doch erstmal hier auf erste Mannschaft und gucken mal, ob der auf der Bank sitzt. Simon. Jetzt finde ich ihn nicht. Simon Tüdinger. Okay, da ist er. Defensives Mittelfeld. Ja, da hat er hier einen 61er. Den werden wir auf jeden Fall, wenn der Co-Trainer da nichts macht, werden wir den in die zweite Halbzeit einfach mal reinsetzen. Und dann sollte das klappen. Ja, ein Spiel machen wir noch, würde ich sagen. Komm, ZZ-Kontostand 2,8 Millionen haben wir noch. So, wir müssen gegen VfL Osnabrück. Oh, das liegt hier bei mir um die Ecke. Gegen Stärke 664. Wir haben 660. Stadionkapazität 16.250. Erwartete Zuschauerzahl 6.500. Voraussichtliches Wetter bewölkt. Das hört sich ja schon mal gar nicht schlecht an. Hier geht's auch weiter. Dann drücken wir auf Assistent. Und Simon, den werden wir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit einmal einsetzen. Und Spiel starten. Jawohl. Videotext, wie gehabt, bleiben wir. Und wir werden ein Unentschieden holen. Gebt euer Bestes. Unentschieden. Remis schaffen wir mindestens. Gebt euer Bestes. Oh, gleich Tor. Ach du Scheiße, Osnabrück, die werden uns, glaube ich, auseinanderrupsen. Heilige Mama Maria. 1-1, jawohl. 2-1. Ah, ja, so gefällt mir das. Simon Tüdinger, der darf defensives Mittelfeld spielen. Defensives Mittelfeld. Der darf mal spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann möchte ich Robert. Rechtes Mittelfeld werden wir austauschen auch. Die anderen sollen mal ein bisschen sich ausruhen. Und hier haben wir noch einen Stürmer mit 57. Dann darf der auch mal ran. So, Start hier. Gleich drei Wechsel. 3-1, jawohl. 3-2. Eieieiei. 3-3. Nein! Macht mich jetzt doch nicht schwach hier. 3-3, jawohl. Wenigstens unentschieden. Ach, haben wir das wenigstens geschafft. Arminia Bielefeld führt. Sandhausen ist Zweiter. Heidenheim ist Dritter. Naja, Elfter geht noch. 11 Punkte. Kein Verlust. Also ein Punkt auf jeden Fall. Gibt euer Bestes. 100% haben sie auf jeden Fall gemacht. Und der Typ hat seinen Kurzeinsatz gekriegt. Ja gut, einen Kurzeinsatz, der hat 45 Minuten spielen dürfen. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Schalke, Bayern München. Und Mainz, Stuttgart, Augsburg ist immer noch Absteiger. Weiter geht's. Mannschaft der Woche. Da gehört unser Stürmer mit zu. Das ist sehr schön. Statusbericht der Verletzten. Immer noch die gleichen. 10 Tage, 6 Wochen. Frustriert. Angreiferin hat sich seit mehr als 401 Minuten kein Tor mehr erzielt. Er beginnt an sich zu zweifeln. Naja, gut, okay, wenn er das meint. Jungspieler Manfred Weber, 16 Jahre alt, ist in Trainingsziel defensives Mittelfeldspieler erreicht. Ja. Das hört sich alles sehr schön an. Ich sage dann auch wieder vielen Dank fürs Zuschauen bei Fußballmanager 2012. Mein Name ist Gabul. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, was wir hier gemacht haben. Haben ein Spiel gewonnen, haben eins unentschieden gespielt. So langsam komme ich rein in den Tritt. Jetzt müssen wir noch gucken, was ich noch alles so machen muss. Mit den Verträgen müssen wir nochmal verlängern. Dann müssen wir mehr mit den Leuten, glaube ich, reden. Ich weiß nicht, ob man da auch für einen einstellen kann. Müssen wir mal schauen. Und ich sage danke, danke. Ciao, ciao. Bis denne.